Was geht ab, meine lieben Freunde, ihr seht Raptastisch. Heute geht es um eine Botschaft von Miami Yassin, die an 18 Karat und Play 69 gerichtet ist. Vor einigen Monaten sorgten Play 69 und 18 Karat für einen erneuten knallen Beef zwischen dem Banger Camp und den Dresdner KMN-Jungs. Insbesondere Dauerfeind Miami Yassin, der eine lange Vorgeschichte mit den beiden Dortmundern hat, wurde auf der Single 44 Stiche angegriffen. So nennt ihn der Hellal Money Rapper Play 69 sogar namentlich und verteilt ein Stadtverbot an den Platin-Interpreten. Auch 18 Karat ging in den Angriffsmodus über und gab bekannt, dass Nash, Miami Yassin, Zuna und AZ auf seinem Album sterben würden. Zudem beansprucht er ebenso wie sein Feature-Partner die Stadt Dortmund für sich allein und rappt: Sag mir, wer hat Dortmund endlich auf die Karte gebracht? Nun reagiert der KMN-Rapper erstmals auf die harten Disses aus seiner Heimatstadt und dreht die Aussagen der Supremus-Rapper dabei um. In einem neuen Songausschnitt, den er exklusiv auf Instagram präsentiert, greift Miami Yassin eine Textzeile von 18 Karat auf und gibt zu verstehen, dass er alleine die Stadt Dortmund bekannt gemacht hat. Demzufolge solle man ihm lieber dafür danken, anstatt ihm zu Feind der Stadt zu erklären. Sie mich an und wollen bieten, doch keine Zeit muss von Meeting zu Miete. Wer hat die Stadt auf die Karte gebracht, man, ihr wisst, wen ich mein. Anstatt mir zu danken, tut ihr alles so, als wär ich hier der Feind. Was meint ihr zu diesen Zeilen von Miami Yassin? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.